So, Leute, jetzt wird aber wieder Fahrrad gefahren. Nachdem wir schon ja, locker etwas über ein Viertel hier vom Stufenanstieg haben, haben wir ja eine extrem spannende. Oh, warte mal ganz kurz. Ah, der Rhythmus ein bisschen, aber sonst frische passt. Eine extrem spannende simulierte Folge hinter uns, also nur mit simulierten Rennen. Aber das wird sich jetzt ändern. Wir fahren gleich hier das schöne, lange Zeitfahren bei der Bayern-Rundfahrt. Bis gleich. Hup, hup, Hubschrauber, ja, ist zu hören. Und dann ist die Etappe nicht weit. So ist es. Wunderbar. Ja, Freunde, Freunde. Guck mal, wir starten sogar relativ in der Mitte. Wir werden gucken, was hier die Jungs für einen Puls waren. Das ist ein langes Ding. Hier geht es leicht einmal hoch, hier auch, aber da sieht man es, glaube ich, besser. Denke, das ist zu vernachlässigen. Wir werden trotzdem versuchen, einen konstanten Puls zu fahren. Und ja, wenn ich habe gar nicht auf die Favoriten geguckt. Verdammte Kackapups. So, der hat eine minus 5. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Aber hier, der Schwarzmann. 174er Puls. Der Balkengrün ist aber schnell weg. Wird konstant 170. 175 ist eine richtig scheiße Idee, glaube ich. 170, 169 könnte klappen. Gleicht sich der Balken oben jetzt wieder ein bisschen an. Ja, da nach oben, nach unten. Ich glaube, der Durchschnitt ist so 170, würde ich sagen. Und das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Da gibt er ein bisschen Gas. Wir versuchen es mit 170 und gucken mal, wie der Balken sich so entwickelt. Yeah, der hat, siehst du, in der Plus 1 hat er ein relativ gleichmäßiges. Ja, der kann sogar über. Der, was hat denn der für Zeitverwert? Ein Scheiß-Zeitverwert, okay. Guck mal, siehst du, der hat die Balken haben sich definitiv angeglichen. 170, 171, würde ich mal probieren. Scheint kein ganz schlechter Wert zu sein. Einen konstanten Puls. Wir müssen mal schauen. Oh, der ist sogar Zweiter. Dritter, Entschuldigung. Nee, gar nicht wahr. Doch, Dritter im Ziel, klar. Ja. Nee, erster Wert? Doch. Alles gut, verwirrt mich doch nicht so. Bei der ersten Wertung ist er Fünfter, bei der zweiten ist er 14. Oh, jetzt hat er nachgelassen. Aber der Sieberg ist Dritter. So, komm, lass mich fahren jetzt. 171er Puls ungefähr, so um den Dreh. Das wird natürlich Hügel hoch, ein bisschen steigen, Hügel abwärts, wieder ein bisschen fallen. Sollte sich circa ausgleichen. Und hier nach der zweiten Zwischenzeit schauen wir dann einfach mal, mein Gott, was so Anbach ist. Und dann gucken, ob wir ein bisschen mehr raushauen müssen oder ein bisschen weniger raushauen müssen. Mal gucken. Zeitfahren bilde ich mir ein, ja jetzt schon halbwegs über die Bühne zu bringen. Es wäre natürlich auch eine Option, die kleinen Anstiege mit ein bisschen mehr Saft zu fahren, um schneller hochzukommen, weil das ja eigentlich unsere Stärke ist. Muss ich mal gucken. Aber konstant ist, glaube ich, wirklich klüger. Okay, das geht natürlich hier gerade nach Klassement, also umgekehrt nach Klassement. Und ja, anscheinend sind wir dann doch nicht so beschissen. Schlecht. Ich wollte auf schlecht umsteigen. Jetzt habe ich wieder Schimpfwörter benutzt und dann ist das Video direkt wieder nicht jugendfrei. Ärgerlich. Naja. Kann man nichts machen. Machst du nichts. So, die kann ich alle nicht gucken, ne? Ärgerlich. Ja, komm, Gotti. Ich mach schon achtfach hier, weißt du? Na, wenigstens kommen da nicht mehr so viele nach mir. La 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 la. Bitte, 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 gib mir auch irgendwie eine halbwegs brauchbare Form. Eine plus 1 oder eine plus 2 oder noch mehr. Das wäre doch echt. Ja, eine plus 1, eine plus 1. So. Ja, hier können wir nichts machen, ne? Also, Pause weg. So. Das ist zu viel. So, fahren wir mal die 64er Einsatz. Hier ein bisschen hoch. Jetzt wieder runter. 64, 65 ist, glaube ich, ganz gut. Plus 1. Wir sind immerhin auf 76 Zeitfahren. So, jetzt fahren wir mit einem 72er Puls. 172er Puls, Entschuldigung. Fahren wir jetzt hier in die Kurve.
Und dann kommen wir gleich auch schon zur ersten Zwischenzeit. Und dann wissen wir so ungefähr, ob wir heute konkurrenzfähig sind oder ob das einfach nichts werden wird. Ich sehe uns nirgendwo. 23. Oh Gott. Oh, Entschuldigung. Jetzt hau ich gegen das Mikro gerade. Tja, was wir jetzt auf keinen Fall machen, ist, dass wir jetzt hier überpacen. Aber wir geben jetzt definitiv hier Gas in dem Hügelaufwärtsding. Nicht über 180, bitte. Ja, sehr schön. So wollte ich das haben. Hier geben wir jetzt auch Gas natürlich. Nicht so viel. 65 ist so der Wert, den wir wieder haben wollen. Wir können aber mal ein bisschen höher schrauben. Ich glaube, 175 passt auch. Mit 70 Einsatz jetzt hier. Denn die Balken sind gleich auf. Und wir haben jetzt noch die Abfahrt hier, wo wir unter Umständen noch ein bisschen Balken sparen können. Ja, doch wieder auf 68. So, hier ist die Abfahrt. Genau, da holen wir nämlich wieder Balken raus. Puh, ja, mit dem Rückstand wird das natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach nichts werden. Das haben wir eigentlich schon ordentlich versaut. Ja, immerhin jetzt bei der zweiten Zwischenzeit auf die 10 gekommen. Jetzt geht es gleich nochmal aufwärts. Wir erhöhen die Frequenz nochmal. Haben noch ein bisschen Reserven hier im Köcher. Ziehen mit einem 179er Puls. Ziehen wir jetzt hier hoch. Jetzt müssen wir dann doch ein bisschen haushalten. Am Ende ganz klar overpaced. Na, es geht noch, komm. Geht, geht, geht. Und jetzt ist es nicht mehr in unseren Händen. So, 6. Naja. 17 Sekunden. Jetzt ist natürlich die Frage, nee, ist keine Frage, ne? Gab es da einen Berg? Gab es da irgendwie noch eine Bergetappe? Nee, ne? Nee. Ich glaube, bei der Bayern-Rundfahrt hatten wir einfach nur, in Anführungszeichen, dieses schöne, lange Zeitfahren auf dem Schirm, ne? Ich werde mir die angucken, die da vor uns stehen, und um herauszufinden, ob die jetzt irgendwie zeitfahrmäßig in unserem Bereich sind oder höher sind, weil das sind ja schon hier 17 Sekunden, also die ersten drei scheinen ja schon unter Umständen, und der hat sogar einen anständigen Zeitverwert. Da bin ich mal gespannt, ob er das nutzen kann, eine plus 5 bei dieser Rundfahrt in diesem Zeitfahren ist ja natürlich ein Traum. Er nutzt es zu wenig. Er hat viel zu viel Reserven hier. Und verkackt es, aber so richtig. 10. nur. Ach, herrje. Na, dann bin ich stolz auf mich. Ja. Aber, oh, guck mal hier. Unser Kollege fährt aber mit seinem blöden 10. Platz echt in Gelb rein. Unglaublich. Punktwertung, ja. Da haben wir natürlich absolut hier nichts mit zu tun. Linus Gerdemann, guck mal an. Also nicht jetzt auf 1, aber... Ach so, ja, und der Kollege ist natürlich auch noch in der Jungfahrerwertung, klar. Mit denen hatten wir ja durchaus schon mal ein Duell, ne? So. Ja, geil, dann holt er ja wenigstens hier vielleicht die Rundfahrt. Ich glaube, die letzte Etappe ist eine Sprintetappe. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken. Und zwar gucken wir uns mal den Lennart an, der 77 Zeitfahren hat. Ja, leck mich doch an, Popo. Natürlich 2 Sekunden nur. Ich weiß auch nicht, welche Form er hat hier. Dann 75er Zeitfahrwert. 73, ne? Das ist aber stark gefahren hier. Krasse Sache. 76 und der erste, ich sag mal, mit 78 aufwärts hier. 74 nur. Ungewöhnlich.
Gut, ich weiß nicht, welche Form die hatten, ne? Aber selbst wenn die jetzt eine richtig dicke Form hatten, gehabt hätten, finde ich, ist der Abstand schon ziemlich groß. Naja, nächstes Mal machen wir es genauso, eigentlich. Hm. Müssen wir mal gucken. Ob ich da an irgendwelchen Stellen Fehler gemacht habe, keine Ahnung. Das war ja, ja, Ach, wir werden uns nächstes Mal nochmal einfach da reinfuchsen. Reinfuchsen hier in die Bayern-Rundfahrt. So, komm, mach die letzte Etappe. Die ist nämlich, glaube ich, flach. Und dann freue ich mich auf die Slowenien-Rundfahrt. Ja, sehr schön. Die Slowenien-Rundfahrt, genau. Wir fahren von Wassertrüdingen nach Nürnberg. Schön. Ich glaube, ich war schon mal in Wassertrüdingen. Kommt mir sehr bekannt vor. Sehr, sehr, sehr bekannt vor. So, was ist hier? Jo, der Kollege hat's gepackt. Herzlichen Glückwunsch, gut gemacht. Reife Leistung. Und ja, Freunde, wir simulieren jetzt erstmal locker flockig hier zu der... Gucken wir gleich. Ich meine, es müsste jetzt irgendwie die Slowenien-Rundfahrt sein. Wenn er den Tag umspringt, werden wir es erfahren. Oder haben wir noch ein kurzes... Oder haben wir noch Einzelrennen dazwischen? Ich weiß es gar nicht. Wir kriegen 1381 Euro Preisgeld. Na, also. Nee, wir haben noch die Skoda Tour de Luxemburg. Natürlich, in 2 Wochen. Da sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Freunde. Tschüss.